Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Infovideo zu Disney Dreamlight Valley. Ich habe auf dem Discord-Server eine wahnsinnig tolle Moderatorin, die uns einen kleinen Promocode gefunden hat von Disney Dreamlight Valley. Vor 3 oder 4 Tagen gab es ein Bild, das gepostet wurde von den Machern von Disney Dreamlight Valley. Disnight, habe ich jetzt erst ganz auf Disnight gesagt. Finde ich auch gut, ist ein neuer DLC, so der Disnight kommt, ja. Meine Idee an euch. Ja, es wurde ein Bild gepostet, da war ein kleiner Code versteckt und ich weiß selber noch nicht, was dahinter steckt. Ich weiß nur, dass dieser existiert, ich habe ihn selber noch nicht eingelöst und würde mit euch gerne jetzt hier im Video ausprobieren, was passiert, wenn man diesen Code einlöst. Ich zeige euch gleich, wie das funktioniert. Also danke nochmal an Ryan für die Informationen, die du mit uns geteilt hast. Und falls ihr das jetzt schon kennt, tut es mir wahnsinnig leid. Es sind Informationen, die ich manchmal auch ein bisschen zu spät verarbeite. Also es kann halt sein, dass ich manchmal ein bisschen zu spät bin, um euch solche Updates zu geben. Aber ich komme halt manchmal auch nicht dazu, alles immer sofort umzusetzen, wenn ich solche Informationen kriege. Also nur, damit ihr es wisst, ich beeile mich immer und wenn die Information dann schon durch ganz YouTube oder ganz was weiß ich wo durchgelaufen ist, dann tut es mir leid, dass ich zu spät dran bin. Aber für den Fall, dass gerade du da draußen jetzt vielleicht doch noch nicht gewusst hast, dass es diesen Code gibt, für dich mache ich dieses Video. Nur für dich. Genau. Was müsst ihr dafür tun? Ihr geht hier auf Einstellungen, geht auf Hilfe und dann gebt ihr diesen Code ein. Gebt ihn nicht so ein, wie ich ihn jetzt hier eingegeben habe. Dann funktioniert es nämlich nicht. Ihr müsst ihn mit den Strichen eingeben, die ich jetzt mal... Das habe ich nämlich auch probiert und ich habe es nicht hingekriegt. Aber das ist ein typischer Fehler, den vielleicht manche von euch machen. Den habe ich auf jeden Fall auch gemacht, deswegen gehe ich davon aus, dass vielleicht mindestens einer genauso intelligent ist wie ich und den mit ohne Striche eingibt. Nein, ihr müsst ihn mit Strichen eingeben. Und zwar machen wir das nochmal ganz kurz. Moment, ich muss den Code nochmal kurz hier herholen. Also, wir haben G. Wir haben P. Wir haben O. Wir haben T. Genau, und jetzt hier halt eben mit den Strichen arbeiten. Ich finde es ein bisschen nervig, ehrlich gesagt. Dass man da wirklich mit Strichen arbeiten muss, aber meine Güte, die werden schon ihre Gründe haben, warum sie das machen. Vielleicht ist das Programmierungsding oder vielleicht kann man dann einfach mehr Möglichkeiten machen. Vielleicht hat die Person, die das gemacht hat, einfach Lust gehabt, die Leute zu ärgern, indem sie nochmal 3 zusätzliche Sachen hier eingeben müssen. Das ist durchaus alles möglich. Ich hoffe, das lohnt sich dafür. Achso, warte. Warte, erstmal kurz den Strich, genau, ein letzter Strich noch. Und ENNM. Das nächste Update steht ja schon fast aus. Am 6. Dezember, nur damit ihr es schon mal wisst, ist das nächste Update von Disney Dreamlight Valley an Nikolaus. So. Der Code wurde bereits eingefordert. Vor allem wurde bereits. Also, ich werde bald etwas im Briefkasten haben. Gut. Ich bin voll gespannt. Ich weiß wirklich nicht, was es ist. Es wurde nicht gespoilert. Das finde ich super an unserem Discord-Server. Da wird nichts gespoilert. Super an die Mods. Die machen da echt einen tollen Job. Ich finde es immer toll, wenn derjenige, der das präsentiert, auch selber nicht weiß, was es ist. Es ist... Was ist denn das? Du findest zufällig einen goldenen Gegenstand. Er sieht irgendwie aus wie eine Kartoffel. Wer weiß, welche Geheimnisse sie birgt. Läuft in 179 Tagen... Ich habe die goldene Kartoffel gekriegt. Und was habe ich jetzt davon? Ich gehe mal ins Inventar. Eine glänzende Kartoffel, die man wohl nicht essen sollte. Okay. Eine glänzende Kartoffel. Ist das ein Hinweis auf irgendetwas? In welchem Disney-Film kam denn eine goldene Kartoffel drin vor? Ich muss echt mal überlegen. Also ich kenne diese ganzen goldene Eier-Geschichten von Hans im Glück. Da kenne ich was, aber das war ja kein Disney-Film, ne? Hans im Glück, da kenne ich das mit dem goldenen Ei. Okay, noch kann man offensichtlich nichts mit diesem Gegenstand anfangen, aber... Es ist ja als Quest markiert. Als Questgegenstand. Hier ist jetzt nichts, also in den Quests sieht man nichts. Es gibt lediglich die Information,
Eine glänzende Kartoffel, die man wohl nicht essen sollte. Und es ist das Zeichen, dass es ein Questgegenstand ist. Dieses kleine lila Zeichen, was halt eben unten unter den Items ist. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier für die Mini-Quest brauche ich ja das hier. Aber es wird nicht angezeigt, für was für eine Quest. Das werden wir wohl erst noch rausfinden müssen. Ja, das war es allerdings auch schon wieder von dem kleinen Video, was ich euch zeigen wollte. Für den Fall, dass ihr es verpasst habt. Also wie gesagt, ich bin überglücklich, wenn ihr genauso viele Informationen habt wie ich. Aber für denjenigen da draußen, der halt eben das noch nicht wusste, habe ich dieses Video gemacht. Ich hoffe, ich konnte euch damit irgendwie ein kleines bisschen weiterhelfen. Was hat es mit diesem mysteriösen Gegenstand zu tun? Wir werden es zusammen rausfinden, wenn ihr wollt. Im Livestream sind wir immer mal wieder am Disney Dreamlight Valley spielen. Ich kann euch gerne den Twitch-Link unten nochmal verlinken. Und ansonsten kommen die Videos, die aus Twitch entstanden sind, auch auf YouTube und dann könnt ihr da nochmal gucken. Manchmal ein bisschen verspätet, weil ich ein bisschen voraus aufnehme, aber eben, irgendwann kommen sie denn dann. Ja, dann freue ich mich auf den 6. Dezember, wenn es dann mit dem großen Update weitergeht von Toy Story. Ansonsten sehen wir uns vielleicht vorher schon. Ich bedanke mich fürs Zusehen, hoffe, ihr hattet einen Spaß an dem Video und habt noch einen schönen Tag und gebt mir noch eine positive Bewertung, wenn ihr mehr von solchen Informationsvideos haben wollt, beziehungsweise wenn ihr dieses Projekt unterstützen wollt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.